just be real. Yeah, let's just be honest. Let's just be real. Let's just be honest. We all know that this. Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr im Titel wahrscheinlich gelesen habt, wird es heute von mir ein Tauschpaket geben mit der lieben Jessie vom Kanal Hauptstadtpärchen. Ich werde euch ihren Kanal einmal in der Infobox verlinken und am Ende des Videos, dass ihr auch mal bei ihr vorbeischauen könnt. In diesem Tauschpaket geht es heute darum, dass wir uns 8 Aufgaben sozusagen rausgesucht haben. Gegenseitig lese ich jetzt einfach mal vor, was wir für 8 Aufgaben haben. Und zwar als erstes unser liebstes Schminkprodukt. Das zweite, etwas, was bei uns im Einkaufskorb nie fehlen darf. Dann etwas Verrücktes. Ein neues Produkt. Ein Produkt, was wir nie kaufen würden. Ein Produkt unserer Lieblingsmarke. Etwas, was wir als Kinder mal hatten. Und Nummer 8, etwas für den Mann. Das sind die 8 kleineren Aufgaben, womit wir dann bei DM shoppen gegangen sind. Und ja, ich bin jetzt sehr gespannt. Ich kann auch nicht länger abwarten. Ich mache das jetzt endlich auf. Und dann geht's los. Sie hat sich auf alle Fälle richtig viel Mühe gegeben beim Verpacken. Ich bin ehrlich, ich habe schon schlechtes Gewissen, weil meins einfach nur ein Schuhkarton von außen ist. Aber ja, werdet ihr alles sehen, wenn ihr bei ihr im Video vorbeischaut. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los und viel Spaß beim Video. Wollen wir mal aufmachen. Es tut mir jetzt voll leid, dass ich dieses so wunderschöne Papier zerreißen muss. Hätte ich mir doch eine Schere mitnehmen sollen? Quatsch, wir schaffen das auch so ab. Oh mein Gott. Okay, ganz viel Geschenkpapier. Ich will die Box nicht kaputt machen, die ist voll schön. Oh mein Gott! Okay, das Papier kommt mal kurz zur Seite. Hey, guckt euch mal bitte diese Box an. Wie schön ist die denn bitte? Schön findest. Dass ich sie dir jetzt weggenommen habe. Ja. Tut mir leid für die Nebengeräusche hier. Aber ich filme im Wohnzimmer und da ist das Fenster auf. So, dann probieren wir hier mal weiter. Ich hoffe, ich darf das so überhaupt hinstellen. Wie ihr ja wahrscheinlich schon im Weihnachtskalender-Video gesehen habt, ich bin ein ganz schlechter Auspacker. Bin ganz schlecht bei sowas. Okay, Nummer 1 haben wir. So, und für euch geht das jetzt im Schnelldurchlauf und ihr seht erst wieder, wenn der Karton ausgepackt ist. Fertig! Und ich bin gespannt und ich würde sagen, wir legen jetzt wirklich einfach los und machen die Kiste auf. Und als allererstes hat sie oben dieses wundervolle Crepe reingelegt. Ich lege das mal raus. Und es erwartet mich ein kleiner süßer Brief. Liebe Joyce, viel Spaß mit deinem Tauschpaket. Die Kategorien stehen nochmal auf den einzelnen Geschenken und diese sind nummeriert. Hoffentlich gefällt es dir. Liebe Grüße, Jess. Ja, so ähnlich habe ich es auch gemacht. Nur du hast es ja echt noch süßer gemacht. Ich habe einfach... Egal, schaut bei ihrem Video vorbei. Ihr Video ist ja wie gesagt am Ende und in der Infobox verlinkt. So, dann suchen wir mal Türchen oder Kategorie Nummer 1. Und das schaut mich hier schon an. Sie hat dann immer noch was Kleines raufgeschrieben auf die Zettelchen. Liebstes Schminkprodukt. Bei mir geht es nichts über den perfekten Augenaufschlag und schöne Lippen. Okay. Das könnten jetzt also theoretisch zwei Sachen sein. Also eine ist es ja nur, aber ich vermute, dass es entweder was, wie sie schon gesagt hat, mit Lippenstift ist oder eine Mascara. Und das ist ja jetzt ihr liebstes Schminkprodukt. Dann wollen wir mal. Okay.
Sie hat zwei Sachen reingetan. Einmal für die Lippen den Manhattan Extreme Last Lip Liner in der Farbe. Die Farbe ist aber schön. Ich finde gerade die Nummer von der Farbe nicht. Es tut mir leid. Die Farbe ist aber wirklich richtig schön. Und dazu noch Catrice Cosmetic Glam & Doll Waterproof. Jetzt muss ich mal sagen, ich bin ja ein absoluter Catrice-Suchti. Also ich habe eigentlich fast alle Schminkprodukte bei mir sind von Catrice. Außer meine Mascara. Und jetzt habe ich eine Catrice-Mascara. Wollen wir nochmal schauen. Oh ja, die hat ein richtig schönes Bürstchen. Komm mal ein bisschen mehr. Ja, die ist wunderschön. Dankeschön. Ich würde sagen, wir machen weiter mit der Nummer 2. Gott, hat die das hier alles so süß verpackt. Ah, hier ist die Nummer 2. Und in diesem Zettelchen steht, immer im Einkaufskorb. Es geht nur selten ohne ins Bett. Also ich fühle es, glaube ich, schon. Und ich würde jetzt lachen, wenn wir beide genau das Gleiche drin haben. Denn ich habe als Nummer 2, ja, jetzt müssen wir schauen. Ja, liebe Jessie, ich danke dir recht herzlich. Und ich bin ehrlich gesagt, ich finde es gerade ein bisschen lustig. Denn ich habe dir genau das Gleiche reingetan als Nummer 2. Das sind meine absoluten Lieblingspflegetücher. Ich habe jetzt auch selber hier noch 3 Stück davon da, weil ich mir immer im Vorrat kaufe. Und ja, jetzt habe ich ein 4. Päckchen. Vielen lieben Dank. Aber es ist cool zu wissen, dass du genau das Gleiche benutzt. Das ist echt lustig gerade. Ich komme gerade nicht drauf klar. Geil. So. Wir machen weiter mit dem Türchen Nummer 3. Ich muss das hier mal kurz rausnehmen, Jessie. Weil ich sehe hier sonst die Zahlen nicht. Da ist die Nummer 3. So, bei der Nummer 3 steht, verrückt, aber einzigartig und besonders. Okay. Das sieht aus, finde ich, wie ein Lippenpflegestift und fühlt sich auch ein bisschen so an. Oh Gott, wenn du mir etwas Tolles schickst, bitte nicht. Ich habe dir was Schreckliches da reingetan. Matt Matt The Brain Shock. Alter. Okay, ich kann nicht verstehen, warum du es verrückt genannt hast. Denn wenn ich es richtig sehe, ist er blau. Aber wenn ich ehrlich sein soll, ich finde die Farbe richtig schön. Sowas gibt es? Wie lange war ich bitte nicht mehr bei DM? Ist ja krass. Dankeschön, der gefällt mir, Jessie, und den wirst du definitiv irgendwann an meinen Lippen sehen. Das kann ich dir zu 100% versprechen. Machen wir weiter mit, wir waren jetzt bei 3, glaube ich, ne? Türchen Nummer 4. Das ist Nummer 5, das ist Nummer 4. Oh, Nummer 4 ist groß. Neu, und ich hoffe, ich habe deinen Geschmack getroffen. Ich tippe mal, es ist was von Balea. Weil Balea ist ja DM. Und es fühlt sich an wie ein Duschbad. Ah, die Body Cream. Ach nee, das Duschgel von Paola Maria. Wenn ich ehrlich bin, ich habe von ihr noch gar nichts gekauft. Also. Oh, das riecht aber gut. Ja, Jessie, du hast meinen Geschmack getroffen. Es riecht wirklich richtig gut. Lese ich mal hier hinten gerade noch, aber Himbeeren, Rosen und Kirschblüten, genau. Also es riecht wirklich richtig gut. Ich werde es ausprobieren, Jessie, und werde dir dann noch meine Meinung dazu schreiben, wie ich es denn an der Haut fand. Ey, bis jetzt sind das richtig schöne Produkte, die du mir hier reingemacht hast. Och Mann. Ich freue mich. Machen wir weiter mit Nummer 5.
wenn ich richtig sehe, ist das was zu trinken. Nummer 5 würde ich nie kaufen. Du machst den Live-Test. Oh nein! Och nein! Jessie, ich hasse dich dafür. Bauern, die kleinen Sau, was zu leiden tun können. Oh nein, was soll denn das sein? Es ist ein Saft, das sehe ich, aber Quinoa und Mandeln. Ich hasse dich. Aus rote Beete, Mandelmus und Quinoa. Okay, Jessie. Wir machen nochmal ein Tauschpaket. Und dann werde ich dich auch ärgern. Oh, das stinkt. Das stinkt wirklich. Das ist richtig wie. Oh nein. Vor allem, da sind Stücken drin. Da sind wirklich Stücken drin. Wie könnt ihr sowas machen? Das ist hoffentlich nicht für Kinder. Okay. Augen zu und durch, ne? Oh! Einen kleinen Moment, bitte. Und Jessie, ich hasse dich. Bis eben habe ich dich geliebt für die ganzen tollen Sachen. Aber. Ups. Aber das hier ist ein Witz, oder? Das ist so eklig. Wer trinkt denn bitte sowas? Ich glaube, da lasse ich heute Abend meinen Freund auch noch mal testen. Denn das ist echt widerlich. Oh. Jessie, pass auf, du kriegst das wieder. Das war jetzt, jetzt bin ich voll durcheinander wegen diesem ekligen. Nummer 5 war das, ne? Es war 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Dann machen wir weiter mit Nummer 6. Nummer 6 ist Lieblingsprodukt von Lieblingsmarke. Gerade in dieser kalten Jahreszeit das Beste. Okay, es könnte was zum Baden sein, denn es ist in einer äußeren Verpackung und da ist noch was Kleines drin. Ich tippe, es ist was zum Baden. Ja! Pflegeölbad Mandelblütenhautzart. Ja. Das mag ich. Riechen. Und voll lustig. Ich war gerade selber baden. Hätte ich das Tauschpaket mal vorm Baden gemacht. Oh mein Gott. Das riecht ja richtig gut. Also weiß ich. Heute ist Freitag. Morgen kommt das Video online. Also werde ich morgen baden gehen. Oh, das ist wirklich schön. Dankeschön, liebe Jessie. Und meine Katze spielt hier gerade mit dem Geschenkpapier. Ja, brauchst dich gar nicht erschrecken. Deine Katzen, Jessie, werden auch viel Spaß haben. Das hoffe ich zumindest. So, machen wir weiter mit der Nummer 7. Die Nummer 7 ist etwas größer, wie ich jetzt dann feststellen muss. So. Oh, ich hoffe, ich mach's nicht kaputt. Was war denn Nummer 7 nochmal? Die Marke meiner Kindheit hat mich begleitet. Okay. Achso, ja genau. 7 war etwas, was wir als Kind immer hatten. Und das fühlt sich bei dir so. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Null. Auf alle Fälle was Hartes hier drin. Wirklich wie Weihnachten hier mit dem Auspacken. Okay. Es ist von Hip einmal die Sensitive Creme. Und ich bin ehrlich, muss jetzt leider sagen, die benutze ich heute auch noch manchmal. Die ist einfach, selbst im heutigen Alter, noch so schön. Die macht, pflegt die Haut einfach. Und was, jetzt mal ernsthaft, was fürs Kind gut ist, ist auch für uns Erwachsene gut. Und sie riecht so herrlich.
erinnert mich auch so ein bisschen an meine Kindheit, aber ich habe dir was anderes reingepackt, aber auch was cremehaltiges. So, und hier Früchte, Freunde, Mini-Mix-Pack. Soll ich das jetzt auch kosten? Komm, wir kosten jetzt einfach mal. Was haben wir denn hier so drin? Also, wir haben, ich tippe mal einfach, Banane, Himbeere, Banane, Apfel. Ist noch was anderes? Nein, Banane, Himbeere und Banane, Apfel, richtig? Ja. Dann wollen wir nochmal kosten. Also solche Sachen esse ich zum Beispiel gar nicht mehr. Habe ich auch als Kind nie gegessen. Alter, schmeckt mir nicht. Jetzt muss ich mal fragen, Jessie. Schmeckt dir das heute noch? Also für ein Kind scheint sie lecker zu sein. Aber mir ist das erstens zu süß. Und irgendwie ist der Geschmack nicht so lecker. Da. Apfel, Banane, mal schauen. Also, da muss ich leider sagen, das schmeckt mir nicht, aber ich weiß schon, wer das kriegen wird. Wird sich bestimmt drüber freuen, die kleine Maus. Ja, danke dir. So, und kommen wir zum Päckchen Nummer 8. Bin schon voll durcheinander. Das ist das letzte, dann war's das. Mit lieben Grüßen an deinen Mann. Werde ich ihm ausrichten. Ich überlege auch gerade, ob er das selber auspacken soll. Oder ob ich das einfach für ihn lieber... Ich mache es jetzt einfach. Ist ja egal. Ich kann es mir auch so schenken. Ich behalte einfach das hier und werde es ihm dann heute Abend so geben. Das ist echt schönes Geschenkpapier, Jessie, hier noch. Also das. Musst du mir mal schreiben, wo du es her hast. Ich brauch das. Ich will das. Und yay! Es ist die Nivea Men Creme. Ja, brauche ich nicht öffnen, weil, richtig, ist zu. Wird er sich sehr drüber freuen, denn er mag Creme. Ganz doll. So, jetzt muss ich mal schauen. Wir legen es einfach mal zur Seite. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich bin sehr begeistert von dem Tauschpaket. Da sind wirklich viele schöne Sachen bei. Bis auf, ja, darüber brauchen wir nicht reden. Aber sonst bin ich von allen Produkten begeistert. Das mit den Abschminktüchern finde ich immer noch am lustigsten. Aber ja, kommentieren, was ihr als nächstes zum Beispiel sehen wollt. Ob ihr vielleicht mal ein Video mit der Jessie und mir zusammen sehen wollt, ob wir mal irgendeine Challenge drehen oder was weiß ich. Einfach in die Kommentare schreiben. Nicht vergessen, bei Jessie auf dem Kanal vorbeizuschauen. Sie ist jetzt irgendwo hier oben verlinkt und in der Infobox. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und habt euch alle ganz so lieb. Tschüss!